So Leute, hallo und herzlich willkommen zur neuen Runde Brotato hier auf eurem Live-Links-Channel Hennoblatt. Wir schauen uns heute den Jäger an, habt ihr schon im Titel wahrscheinlich gesehen. Einer der zwei neuen Charaktere schaltet man frei, indem man bei irgendeinem Run 300 Reichweite knackt, gibt auch ein Steam-Achievement. Doch was kann der Jäger? Der Jäger startet mit 100 Reichweite mehr und er bekommt 1% dauerhaft Schaden. Also dauerhaft 1% mehr Schaden, den er ausübt, pro 10 Reichweite, die wir haben. Das heißt, startet auch schon bei 10%. Zusätzlich werden Crit-Chance-Modifikationen, die wir erhalten durch Items oder Sets, Set-Boni und so weiter, werden um 25% erhöht. Ernte könnt ihr komplett vergessen und Max Life, ja, ist necessarily, klar, necessarily, Alter, aber wird um 33% verringert. Das heißt, wenn wir beispielsweise Level-Up werden und wir nehmen die lilane Version von Max Life, das ist ja dann plus 9, bekommen wir nur plus 6. Jetzt ist die Frage, okay, auf was wir, ne, also wir wollen auf Reichweite gehen und auf Crit. Welches Item, welche Waffe ist dann hier die beste Wahl? Und zufälligerweise ist es meiner Meinung nach die Armbrust. Denn die Armbrust, eine der neuen Waffen, bekommt ihren Damage durch 50% des Fernkampfschadenswertes, den wir haben, aber auch 10% unseres WLAN-Empfangs, unserer Reichweite. Das heißt, wir skalieren doppelt mit Reichweite, weil wir nur Armbrust nutzen und weil der Charakter dann mehr Schaden fährt. Gleichzeitig, also nice to have 8 Rückstoß, aber gleichzeitig, wir gehen ja noch auf Crit. Immer wenn die Armbrust crittet, durchschlägt sie ihre Ziele. Umso häufiger, umso höher der Seltenheitsgrad der Armbrust ist. Das heißt, die lilane Version der Armbrust durchschlägt zum Beispiel bis zu 3 Ziele. Das ist noch nicht alles. Die Armbrust ist in der Gruppe Präzision und mittelalterlich. Präzision sagt, wenn wir 6 Armbrüste haben, wird unsere Crit-Chance um 15% erhöht. Und die wird um 25% erhöht. Also hier kumuliert alles. Das ist so heftig. Wir gehen auf die Armbrust, starten Danger 5 und rein. In der ersten Runde und in der zweiten clearen wir leider nicht alles, weil die Armbrust sehr wenig Attack Speed hat, aber dafür hohen Base Damage. Deswegen können wir auch lange auf grauen Armbrüsten bleiben. Aber wenn die crittet, durchschlägt sie und wir killen 2. Habt ihr gerade gesehen. Ja, wir haben aber nur 7 Max Life. Ne? So, jetzt ist das Ding. Essentially, für diesen Build ist die Jagdtrophäe. Und zwar so sehr, weil wir critten des Todes. Jagdtrophäe sagt, immer wenn du crittest, kriegst du zu 33% ein zusätzliches Material. Das heißt, mit jeder Runde, mit jeder Welle, die wir Jagdtrophäe eher erhalten, wird der Build explosiver, weil wir so viel mehr Gold fahren, Materialien. So, wie bekommen wir jetzt möglichst früh eine Jagdtrophäe? Lilane Items fangen an zu droppen ab Welle 3. Und zwar zu 2%. Zu 2% erscheinen lilane Items im Shop ab Welle 3. Und dieser Wert erhöht sich. Die Drop-Chance wird immer, oder die Drop-Rate wird immer höher, je weiter wir voranschreiten in den Wellen. Und dieser Drop-Chance-Wert wird prozentual erhöht um den Wert unseres Glücks. Das heißt, wenn wir 100 Glück haben, in Welle 3, hypothetisch, und da ist die Dropchance auf ein lilanes Item 2%, erhöhen wir diese 2% um 100%, weil unser Glückwert 100 ist. Das heißt, wir haben dann 4%. Es gibt aber auch ein Cap. Das heißt, wir rerollen auf Glück. Ja. Und wollen jetzt einfach nur Armbrüste. Oh, Coupon in der ersten. Aber nee, wir brauchen eine Armbrust. Einmal. Und da ist die zweite. Gut. Die beiden Items auch sehr gut. Crit-Chance und Kaffee. Oh. Ja, egal. Wir wollen halt jetzt Glücks-Items. Das heißt sowas wie Propellermütze. Das wollen wir in den ersten Runden. In den ersten 5 Wellen. Oder in den ersten vielleicht 6 Wellen. Wollen wir heftigst auf Glück gehen, um einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, möglichst früh eine Jagdtrophäe zu bekommen. Gleichzeitig wollen wir auch dann gerne mehr Bäume haben, einfach weil wir auf Glück gehen werden. Geil, direkt eine Truhe, geil.
Mütze. Na, nicht die. Ich will die Propellermütze, Digi. Weg damit. Schmutz. Rerollen auf Glück. Haben wir? Nehmen wir. Armbrust. Reroll. 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 Reroll? Oh Gott, das ist eine absolute Katastrophe. Das ist nicht gut. Aber so ist es ja bei Brotato, ne? Wissen wir inzwischen alle. Du kannst noch so einen tollen Gameplan haben. Wenn das Spiel nicht will, dann geht es nicht. Das ist so. Das ist insane. Und das ist für mich eigentlich tödlich, weil ich bin ehrlich, ich nehme mir gerade viel zu viel Zeit, diesen Bild euch vorzustellen. Das ist wieder der x-te Anlauf. Vielleicht seht ihr das hier gar nicht. Na, jetzt ziehe ich einfach durch. Ich habe schon lange Feierabend. Scheiße. So. Glück. Geil. Armbrust. Boah, das ist auch beides sehr gut. Armbrust und... gib mir Luck-Items, bitte. Ja! Propellermütze. Sehr gut. Damit kann ich leben. Nächste Runde. So. Ab jetzt hätten zu 2% eine Jagdtrophäe im Shop sein können. War jetzt leider nicht der Fall. War ich sehr unlucky. Ja. Aber jetzt erhöht sich der Wert immer weiter. Wir fahren weiter Glück. Und im Idealfall auch ein paar mehr Bäume. Weil dann kriegen wir auch immer mehr Healing auf der Map. Das ist cool. Aber wir bauen noch mehr Armbrüste, ihr seht es. Oh, direkt noch eine Truhe. Geil. Sehr gut. So. 10 Max Life. Wir sind so krass squishy. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Uff, Alter. Das ist jetzt für Level 5. Nein, nee, das ist für Level 4. Oh mein Gott. Ja, dann nehme ich die 12. Nee, ich nehme die Crit-Chance. Crit-Chance. So, und jetzt rerollen wir auf jeden Fall auf Glück, weil jetzt ist ja safe blau. 10. Bam. Propellermütze. Jetzt sind wir bei 35 Glück. Welle 11 und 15 übrigens Horde. Was ultra gut ist für unser Bild, weil wir wollen viele Gegner, damit wir mit Jagdtrophäe richtig abfarmen können. So, wir nehmen noch die Armbrust mit. Schalten die überteure Klima aus. So, Holzfällerhemd müssen wir mitnehmen, weil es ist einzigartig. Da muss ich ein bisschen meine letzte Aussage revidieren. Das hat jemand in den Kommentaren wunderbar gesagt. Tasche und Holzfällerhemd, generell ja gute Items, will man früh rauskaufen, weil sie gerade als kommen, also als gewöhnliche Items sehr häufig kommen. Und dann sind die einfach raus und kommen nicht mehr. Und das heißt, da kommt dann immer was Wertigeres an der Stelle. Kaffee gut, aber... okay. Ich würde tatsächlich vielleicht... na, nee. Ah, also theoretisch, wir brauchen ja auch Death-Stats. Wir wollen eigentlich auch LP-Regeneration ein bisschen haben, Lebensabzug, etc., etc. Aber wir wollen auch eine scheiß Jagdtrophäe. Wisst ihr, wie ich meine? So, das Schöne ist wirklich an der Armbrust, die jetzt so viel Base-Damage, dass wir sehr lange auf Danger-Stufe 5 die alle one-tappen. Gerade wenn wir crippen natürlich, ne? Oh Gott, Rambock war da. Ja, ja, stimmt, Welle 5. So, und jetzt spawnen auch bald hier diese ekligen Kackviecher aus ihren Kackeiern. If you know what I mean, Alter. So. Okay, okay. Ja, noch eine Armbrust wäre ganz gut. Level up. Das brauchen wir gar nicht. Glück. Armbrust, sehr gut. So, jetzt komm, gib es mir. Okay, noch eine Armbrust. Noch eine Armbrust. Die nehmen wir natürlich mit, ja. Komm schon. Oh, lilanes Item. Immerhin, wir nähern uns. Ja, machen wir weiter. So, 3 lilane Armbrüste und generell 6 jetzt am Start. Wir clearen jetzt richtig gut rein. Das ist nice. Aber wir sind sowas von Two-Shot, ne? Also gerade wenn jetzt in der 8. Runde die Dicken spawnen. Die machen ja 7 Schaden oder so ungefähr. Also je nachdem natürlich, wie viel Rüstung man hat. We hoffen a lot for the Jagdtrophäe. Please, please, please. But... we also need to go on some defense stats.
Otherwise, we will die in Danger 5, you know. Eieieiei. Ja, also so, ne? Irgendwann muss man auch einfach realistisch sein. 45 Reichweite, das ist too good. Das ist nämlich auch 4,5% mehr Schaden. Und unsere Armbrüste skalieren auch nochmal um 10% Flat Damage. Das heißt 4,5 Schaden obendrauf. So. Und wir gehen auf Max Life tatsächlich, weil das brauchen wir jetzt langsam. So, rerollen. Oh, Reichweite und Angriffstempo ist sehr juicy. Oh, Zielfernrohr müssen wir mitnehmen. Das ist zu gut. Fernkampfschaden und Reichweite, auf beides gehen wir. Armbrust. Noch eine Armbrust. Coupon. Nee. Noch einmal rerollen, komm. Ah. Na gut. So, jetzt kommen, glaube ich, die Eier. Welle 7? War das so? Nee, ne? Das war erst Welle 9, oder? Ah, nee, da sind sie. Haha, ich lag richtig. Ja, aber die sind jetzt deutlich einfacher zu killen, weil wir einfach auf Range gehen können. So. Okay. Ich habe jetzt mein Möglichstes getan, um auf Jagdtrophäe early zu gehen. Wenn es nicht geht, geht es halt nicht anders. Das bedeutet, ab jetzt gucken wir, dass wir einfach gute Stats bekommen, um durchzuhalten. Und hoffen dann einfach im späteren Spielverlauf auf Jagdtrophäen. Aber wer weiß, vielleicht passiert gleich noch was. Aber da muss man dann auch einfach so realistisch sein. Und die Niederlage eingestehen. Oh, nice, Kaffee. So, Tempo wäre ganz geil. Wir wollen ja die Leute auch ein bisschen outrun. Ich glaube, ich würde das einmal mitnehmen. Dann sind wir einfach schon mal ein Tucken schneller. Das ist gut. Das ist bitter. Okay. Also ist schon gut, aber es ist bitter. So, Crit-Chance nehmen wir mit. Reroll. Junge, wie oft der Coupon kommt. Es ist wirklich bitter. Es ist halt so, naja, gut. Okay, ab jetzt würde ich ihn kaufen. Und das brauchen wir jetzt nicht sperren. Das, dafür ist es nicht heftig genug. Wir wollen immer noch Jagdtrophäe. So, wir haben mit zwei lilane Armbrüste. Wir böllern halt jetzt alles komplett weg, ne? Zack, zack. Also, die kommen ja nicht mal zum Chargen. Das ist... Der Base-Damage ist so krass, weil es einfach doppelt mit Reichweite skaliert. Reichweite an sich ultra gut. Das Ding fliegt ja immer weiter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir überhaupt nochmal was treffen, wenn wir durchschlagen. Oh. Ja. Oh, oh Gott. Okay. Diggi. Ein Bäumchen wäre ganz gut. Da haben wir ein bisschen Pech, ne? Wir kriegen jetzt... Oh, keine Bäumchen. Also keine zusätzlichen. Ich meine jetzt als Item. Mhm. Aber ja, unser Max-Pool, der sollte schon auch ein bisschen erhöht werden. Das ist gut. So, hier Bäume. Zack, zack. Oh Gott. Ja, Rüstung ausweichen wäre alles geil. Hm. Tatsächlich würde ich das nehmen. Ist natürlich kacke wegen Reichweite, aber allein mal jetzt noch ein bisschen ausweichen zu bekommen und mehr Crit-Chance, immer gut. So. Boah, scheiße. Okay, pass auf. Das ist jetzt safe lila. Das heißt, wir könnten jetzt... Rüstung wäre gut. Aber die Reichweite, Alter. Aber ich glaube tatsächlich, ich nehme Rüstung, weil das ist jetzt, guck mal, 17% Schadensreduzierung. Jetzt sind wir bei 29. Das ist schon... So, Sonnenbrille und Reroll. Reroll. Pilz auch gut. Noch eine Armbrust. Brauche ich gerade nicht. Okay, den Coupon nehme ich jetzt mit, mir reicht's. Das Ding muss ich eigentlich mitnehmen. Ja! Okay, Welle 9, das ist gut, das ist gut. Okay. Okay, okay. Okay, Leute. Wir haben sie. Wir müssen nur überleben. Okay, das ist eine Horde-Map, I see. Wir gehen einfach in die Ecke, glaube ich. Oh nee, das, da werden wir... Nee, 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 nee. Wir müssen ein bisschen mobil bleiben hier. Zack, ja, das Healing. Schön, lecker. Ja, okay, das war doof. Okay, überleben, überleben. Scheiß auf einsammeln. All good, ab und zu ein Healing. Wäre ganz nice. Das hat... Ja, da dachte ich, komme ich durch.
Okay, wir haben mehr Tempo. All good. This is fine. Das war ein bisschen knapp. Okay, da war Safe Healing. Cool. Okay. Okay, okay. Gut, gut, gut. So, den da, da will ich schon ein bisschen green. Ja, hab ihn. Sehr gut. Der hat eine Tool gedroppt. So, Leute, wir sind jetzt wieder in Welle 11, waren wir ja, glaube ich. Ich habe mich von dem Schock eben ein bisschen erholt. Und ich dachte mir so, ja, das war schon richtig geil und witzig. Das müsst ihr eigentlich sehen. Deshalb fahren wir jetzt einfach fort, tun so, als ob nichts passiert wäre. Und nein, ich habe jetzt gerade leider keine Yacht-Trophäe. Naja, man kann nicht alles haben im Leben. Ich bin auch selber ein bisschen traurig. Aber das passiert, denke ich. Wir rasieren ganz gut durch. Wir haben trotzdem ein paar andere gute Items bekommen. Also, der Charakter selber ist schon echt Bombe. Man könnte jetzt am Anfang auch sagen, man geht gar nicht so krass auf Crit. Dann ist das noch viel stabiler natürlich. Aber die Wahrscheinlichkeit ist kleiner, dass man Jagdprofil bekommt. Aber es läuft auch so. Ich kann euch das mal zeigen, was wir jetzt gerade haben. So, hier reroll ich mal. Und dann gehen wir tatsächlich mal auf Lebensregeneration. Oder auf Ne, wir gehen auf Reichweite. So, also. Wir haben Wahnsinn dreimal. Wir haben Gifttonikum, auch sehr gut. Wir haben dreimal Zielfernrohr. Und ansonsten halt hier die einzigartigen Items, Holzfäller in Tasche. Ja, und den Rest seht ihr. Ich habe mir den ganz gefährlichen Hasen gesaved. Schmetterling natürlich auch gut. So, jetzt wollen wir aber bitte unser gottverdammtes... Bitte give me. Ja! Sodele. Okay. Jetzt chillen wir einfach. Wir chillen ganz entspannt. Sowas ist toll. Drei Rüstungen Max Life, das speichere ich. Ja, und dann machen wir Go. Okay, ab jetzt regnet es Money. Zack, immer wenn dieses kleine Messerchen-Symbol aufploppt, kriegen wir zusätzliche Materialien. So. Das Ding ist aber, wenn ich jetzt hier gleich einen Ritterhelm nehme und nicht schneller bin als die, dann kann es schon übel werden. Wir brauchen jetzt vor allem Rüstung, Ausweichen, den ganzen Kram. Oh Gott. Oh Gott. Schön in der Ecke verkriechen. Oh Gott. Ne, wir gehen mal wieder hoch. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, sind das viele. Ich hätte das liebes Alien nicht nehmen sollen. Oh Gott, sind das viele. Das Ding ist, die Map ist voll mit Mane. Deswegen kriegen wir das einfach gerade so gut geschrieben, I guess. Das sind ja so viele. Ach du Scheiße. Okay, Sammelreichweite, sehr gut. Ach du Scheiße. Okay, Max Life. Den Helm nehme ich, oder? Doch, wir nehmen den Helm. So, Lebensregeneration. Gefährlicher Hase. So. Jo, oh mein Gott. Jagdtrophäe. Oh Gott, die beiden Items sind auch ultra gut. Aber jetzt wird's schwer. Jetzt wird's schwer. Wir müssen überleben. Ich meine, wir haben ein bisschen mehr Max Life. Wir haben ein bisschen Lebensregeneration jetzt dazu bekommen. Okay. Wir brauchen wirklich Rüstung und Ausweichen. Heide Witzger, Herr Kapitän. Ja, oder halt komplett lilane Armbrüste. Da würden wir ja auch gut clearen. Weil wir durchschlagen da noch einfach mehr, ne? Ich will nicht ganz in der Ecke. Ich traue mich da nicht rein, weil... Ey, wenn ich da richtig eingesperrt bin... Das ist nicht cool. Ey, aber hier spawnen gerade weniger. Ey, wenn das so eine Welle ist, wo nicht viele Gegner spawnen... Ultra entspannend für mich, weil ich habe so viel Base-Damage, dass ich große Gegner schon ganz gut wegcrashe. Ja. Oh Mann, so viel Geld. Wirklich. Wir haben jetzt so viel mehr Geld. Es ist so lecko. Aber ich muss konzentriert bleiben. Weil das ist hier wirklich Tanz auf Messerschneide gerade. Ne?
Aber das läuft, Alter. 800 Materialien in einer Runde. Hier, Welle 13. Geil. Das ist gut. Max Life nehmen wir wieder mit. So. Ab jetzt können wir mal starten mit dem Bild, ja? So, Wettstein, cool. Armbrust, cool. Reroll. Crit-Chance nochmal. Aber wir haben jetzt wenig Rüstung. Nee. Yes. Das Geile ist, wir kriegen ja minus 100% Erntemodifikation. Das heißt, negative Ernte kriegen wir einfach nicht ab. Guckt euch das an. Wir hätten eigentlich minus 12 Ernte, wir haben aber 0. Mega. Max Life dafür ausweichen weg. Nee. Oh, das wäre risky. Nee. Okay, Lederweste saven wir. Spinne, wait. Nee, Spinne saven wir nicht. Abfahrt. Ach du, ja, die sind's jetzt. Na gut, okay. Wird interessant. Wird interessant. Das Ding ist, ich durchschlag halt jetzt viel, ne? Mit meinen Schlagbolzen hier. Ich knatter die Leute jetzt schon langsam richtig hart weg, ne? Oh, shit. Ich habe leider nicht einmal mehr Bäume bekommen. Und das, obwohl ich schon wieder auch recht viel Lack habe und so. Aber gut. Ja, zweimal Jagdtrophäe ist schon bonkers. Also geldtechnisch sollten wir jetzt... Wir sollten jetzt auf jeden Fall gut aufholen. Was so Damage Race und so angeht in dem Game. Oh Gott, minus 12. Ja, wir brauchen Rüstung. Wir brauchen Safe Rüstung. Hoppala. Und ich darf keinen Range Attack fangen. Das wäre auch nicht so nice. Ja, okay, ab und zu fange ich sie. Das ist auf jeden Fall eine chilligere Runde. Das verkaufen wir. Projektile können öfter durchschlagen. Das ist schon arschgut, das nehme ich. So, 12 ausweichen, perfekt. Dann haben wir 18, okay. Jetzt haben wir... 24 ausweichen, 6 Rüstung. Oh, Junge, Sonnenbrille en masse, ne? Aber... Ja, doch. Junge, jetzt haben wir 88 Crit-Chance. Spawn mehr Bäume. Max Life? Nee, lieber einmal rerollen. Das kostet 50, ist nicht Wolf. Können schwarzer Gürtel mitnehmen, aber für mehr EP ist eigentlich jetzt ein bisschen spät. Ja, Crit-Chance nochmal. Sind wir bei 96. Komm, defensive Sachen, bitte. Gib mir doch defensive Sachen. Bitte. Nicht. Gut, dann Recyclingmaschine. Weil wir haben jetzt mehr Bäume. Wie oft haben wir Bäume? Einmal. Ich weiß nicht, ob deine Recyclingmaschine lohnt. Na schon, oder? Bei 80 Glück? Ich glaube schon. Okay, hier wäre noch eine Armbrust. So, Armbrust. Ich würde noch die Brille mitnehmen. Und ja, die saven wir. Okay. Gegner-Tempo wäre auch gut zu reduzieren. Aber okay, jetzt kommt Horde-Map. Das wird arschschwer. Ich sag's euch. Das Geile ist, alle Armbrüste durchschlagen jetzt generell einmal. Und mit den Crits geht's dann erst richtig los. Guckt euch das an. Junge, 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 Junge. Junge, 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 Junge. Mhm, mhm, mhm. Ja, das wird jetzt eklig. Ich sehe es schon. Ich versuche mal rauszukommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird übel. Okay, wir weichen ab und zu aus. Okay, regenerier, regenerier, regenerier. Gedodged, 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 nicht gedodged. Okay, okay, okay. Das ist ultra schwer gerade. Aber guckt euch das an, ne? Die Map ist voll mit Ressourcen. Ich glaube, das haben die gemacht. Dass das Spiel nicht leckt. Aber ihr seht, wie es oben hochtickt. Boah. Junge. Okay, Armbrust. Mehr Schaden? Nee. Also schon gerne, aber nicht für minus 3 Rüstung. Brille. 3 Crit. Oh, Gift-Tonikum. Oh, Maschallah, das ist so Lego. Aber jetzt bitte Rüstung. Bitte. Kaffee nehmen wir nochmal mit. Ja.
Warte mal, wir haben über 100% Crit-Chance. Das ist, okay, Abfahrt. Puh. Was kommt jetzt? Junge, wir spießen einfach alles auf, ey. Junge, 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 Junge. Schöne Armbrust. Schöne Armbrust. Schöne Leute abschießen. Das Ding ist, ich kann gar nicht alles einsammeln, so viel Geld mache ich. Das ist so heftig. Junge, 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 Junge. Guckt euch das an. Lecker, lecker, lecker. Junge, die Damage-Zahlen, wie viel Damage wir... Also wie viel Single-Target-Damage wir machen. Das wird gegen die Bosse doch ultra sick, oder? Also ich glaube, gegen Bosse sind wir echt gut aufgestellt. Wir müssen jetzt nur die defensiven Stats schön hoch knüppeln, Junge. Richtig knüppeln. Also hier gegen wenig Gegner haben wir gar keine Probleme. Also gegen, wenn die Map nicht voll ist. Ja, nehmen wir mit. So. Max Life. Ja. Hier Lebensregeneration. 5. Nehmen wir mit. Sind wir bei 9. Scheiß auf Ente. So, Armbrust. Alter. Dicki. Oh, nochmal Bandana. Ich glaube, es ist nicht gut. Weil wir die durchschlagen inzwischen eh fast alles, oder? Deswegen ist der negative Effekt wird durch unseren Hunter-Trade ganz gut aufgehoben, dass wir über Reichweite mehr Damage kriegen. Also prozentual. Wir durchschlagen dann alles. Rote Armbrüste durchschlagen bis zu 4 Ziele. Und dann nochmal durch 2 Bandana 2-mal. Das heißt, wir durchschlagen 6-mal. Das ist zu viel. So viel brauchen wir gar nicht. Wirklich. Jawohl, Fernrohr. Geil. Nee. Nee. Oh, die dritte Jagdtrophäe. Oh mein Gott, ich kacke. Ja, moin. Das sind legit beide Hauptstats, die wir brauchen. Aber wir sind an einem Punkt, wo wir das nicht mehr machen können. Weil wir haben über 100% Crit-Chance. Was dumm ist. 50 Reichweite ultra gut, aber 2 Rüstung ist gerade, das tut zu. Also ich habe nur 4 Rüstung, es ist komplett scheiße. Okay, Wettstein wird gesaved. Und jetzt ratatatat. Oh, Elite-Gegner. Na gut. Den schrote ich so weg. Spawnt der die? Okay. Jetzt dreht er durch. Das ist in Ordnung. Spawnt er die Tentakelviecher? Ich werde jetzt hier ein bisschen eingeengt. Das finde ich nicht gut. Ich habe halt keine Rüstung. Please. Oh Gott. Oh, gedodged. Wichtig. Jetzt hör bitte auf zu ballern. Hör auf. Mann, kann der nicht aufhören. Ich muss den eigentlich killen. Dann kriege ich eine schöne Truhe. Schießen ab, schießen ab, schießen ab, schießen ab. Schieß ihn ab, ja. Oh Gott, das war so knapp. Ich habe gerade so reingegreedet, aber musste sein. Ich glaube tatsächlich, das wäre gut. Aber wir müssen dann jetzt wirklich auf Ausrüstung gehen. Auf Rüstung gehen. Okay, minus 6 Leben. Ich müsste ja weniger Minus bekommen. Ja, hab nur minus 4 bekommen. So, das machen wir nicht. Ich krieg ja mehr verwertet. So, Wettstein. Reroll. Metallplatte, sehr gut. Gibt uns Rüstung. Traurige Tomate, auch sehr gut. Nehmen wir mit. So. Nee. Braun Gifttonikum. Abfahrt. Aber der Hase ist gefährlich. Gut. Gönn. Oh, noch ein Bandana. Gönn. Oh, das ist gut. Und das ist gut. Wobei, inzwischen könnte das... nee. Nee, 10% Schaden bringt bei roten Sachen, glaube ich, gerade mehr als... Ja, ja. Touré. Okay, Abfahrt.
4 Rüstung. Boah, das ist so wenig. Alter, das geht gar nicht klar. Der war schnell. Oh, kill die. Bitte. So, ich stelle mich in der Ecke. Ich glaube, das ist eine gute Taktik. Könnte ich mir vorstellen. Einfach in der Ecke stellen. Aber die Bäume, denk an die Bäume. Harry. So, guckt euch das an. Ich glaube, so kommt nichts an mich ran, weil ich ja alles durchschlage. Es kommt einfach nichts ran, ich schwör's euch. So, wir sammeln mal ein, weil hier ist gerade echt wenig los. Also so ist ja absolut entspannt. Die Runde ist ja absolut entspannt. Das ist ja geil. Guck mal, Alter, 3 Jagdtrophäen, wie oft. Einfach die Messer aufkloppen. Es ist so dumm. Guck, wie wir alles wegrasieren. Weg mit euch. Zur Seite. Zack. So. Die Eier werden on-site gekillt. Ja, schade. Aber gib mehr Drop, Drop mehr, ne? So. Lecker. Nein. Rüstung. Müssen wir nehmen. So. Das nehmen wir mit. Wir haben übrigens fast 500 Reichweite. Nur mal so am Rande. Okay. Da ist nichts dabei. Höchstens Maus. Ja, Maus nehmen wir. Das nehmen wir auch. Und das. Geil. Ausweichen nochmal hoch. Pilz nehmen wir mit jetzt, auf jeden. Oh, nochmal Maus. Ja, wir rollen mal weiter. Weil nächste Wave ist letzte Wave. Ihr wisst. Ja, gut. Okay, Abfahrt. Ich meine, 7 Rüstung, Alter. Das ist halt wirklich wenig. 30% Damage Reduction. Na gut. Aber wir haben jetzt Lebensregeneration. Das sieht man ganz gut. Wir kommen schon ganz gut klar. Und ich glaube, hier in der Ecke, das ist wirklich so krank. Wir sind einfach der Eckenjäger. Oh Gott, kommt der schnell. So. Wir sind der Eckenjäger. Ich sag's euch. Oh Gott. Aber die Ramboys. Naja, wir wollen... Aber guckt euch das an. Ey, das ist komplett dumm. Und überall liegt Healing rum. Wir gehen in die Ecke. Und wir two-hitten alles. So, jetzt sind wir in Position. Guckt euch das an. Wir haben 100% Crit. Alles ist gelb. Alles ist gelb. 100% Crit. Das ist so dumm. Oh Gott, der ist rot. Let me in Ruhe. Bäumchen, wechsel dich. Ein Bäumchen wäre schon gut. Ja, Kiste. Gut. Konzentration. Oh Gott. Schön erschossen. Mal 1000 Materialien. Das ist komplett dumm, wirklich. Wie dick die Murmel gerade war. Mashallah. So. Ja. 5 Lebensregeneration ist gut. So, Lederweste. Genau das brauchen wir. Geil. Reroll. Gifttonikum. Mashallah. Ich glaube tatsächlich, wir machen es nicht. Das wäre das 4. Das Ding ist... Ja gut, Attack Speed ist geil. Reichweite ist auch gut. Guck mal, warte mal. 83 Schaden, ich nehme es. 87 Schaden. 12 Max LP. Das ist gut. 12 Max LP. Minus 12% Schaden. Boah, das ist schon viel bei den hohen Stats. Macht ja viel Base. Nee. Oh mein Gott, das wäre die 4. Das habe ich noch nie erlebt. Just for the lulz. Einfach damit ich sage, ich hatte 4. das ist ja der Hammer. Hier, Einrüstung. Jawohl. Geil. Ausweichen 4. Nee. Ja, Blutegel. Geil. Oh. Na gut. Komm. Also Leute, am Ende des Tages haben wir 22% Lebensregeneration, 50 Leben, 27% Chance, dass wir uns um einen heilen, wenn wir hitten. Da ist die Frage, ob jeder Treffer zählt. Nee, unsere Angriffe, nicht unsere Hits. Okay, 24% mehr Schaden. Einfach, ne, 132 Crit-Chance. Also Prozent. 50% Attack Speed, 500 Reichweite. Es ist heftig. So, liebe Bosse, kommt. Ich will euch schreddern. Oh, Junge, kassiert der. Wir sind relativ zügig, oder? Okay, aber ich muss gut dodgen.
Okay, ich will erstmal den da machen. Okay, der ist gleich tot. Ich bin gleich tot. Okay, ich bin wieder full life. Okay, ich gehe einfach auf Range. Ich gehe auf Range, wirklich. Ist einfacher zu dodgen. Okay, also wir kommen gut klar. Oh Gott. Ich habe nichts gesagt. Oh. Okay. Ist einer tot? Nee. Einer ist tot. Oh Gott. Leute, Alter, Gefahrenstufe 5. Hunter, ihr habt's gesehen. Ich bin nur einmal ehrenlos verreckt. Aber wir haben's. Und wir schalten Sniper-Pistole frei. Die gibt's anscheinend nur in lila. 200 Base-Damage. Achso, gerade in Bezug auf meine Stats. Nicht Base-Damage. Base-Damage ist wahrscheinlich 50. 20% sowohl von Range als auch von Fernkampfschaden. Durchschlägt einmal, immer. Hat die gestörteste Range, 1300. Und wird ein Gegner getroffen, spawnen 5 Projektile, die 10% des Schadens verursachen. What? Okay, Leute, das war ein weiteres Video. Geht auf Präzision. Oh mein Gott, mit der Waffe wäre ja noch heftiger. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi.